Die italienische Hymne für den, naja, Hamsterkäufer aus der EU. Italiens Regierungschef Draghi reiste heute nach Algerien, um die Lieferung von mehr Gas zu erreichen. Zur gleichen Zeit, 4000 Kilometer östlich in Aserbaidschan, ist auch Ursula von der Leyen auf Mission Kubikmeter sichern. 20 Milliarden sollen es in 5 Jahren sein, eine Verdopplung und etwa ein Achtel dessen, was bisher aus Russland kam. Das Gas aus Aserbaidschan wird uns helfen, die Ausfälle bei russischem Gas auszugleichen und dazu beitragen, dass unsere Versorgung gesichert ist. Nur all das ist Zukunftsmusik und keine Lösung, falls am Donnerstag die russische Pipeline Nord Stream 1 tatsächlich abgeschaltet bleibt. Die Sorgen in der EU sind groß, doch selbst in dieser heiklen Lage verschärfen die Außenminister die Sanktionen gegen Moskau. Wenn auch eher symbolisch, der Import von russischem Gold soll gestoppt werden. Einige Spitzenpolitiker in der EU haben ja gesagt, dass die Sanktionen ein Fehler sind. Ich finde nicht, dass sie ein Fehler sind. Sie sind das, was wir tun mussten und auch weiter tun werden. Und das, obwohl die Sanktionen teuer sind für die EU und der Krieg in der Ukraine trotzdem weitergeht. Die Minister aber sind überzeugt, Russland spüre die Folgen. Wir haben 97% der russischen Automobilindustrie, die Produktion einstellen musste. 3/4 der russischen Luftfahrt steht still. Eine Rücknahme der EU-Sanktionen haben heute mehrere Minister ausgeschlossen, trotz aller Sorgen vor einem harten Winter. Denn für die EU geht es nicht darum, in Euro und Cent auszurechnen, ob sich die Sanktionen lohnen oder nicht. Immer wieder wurde heute hier in Brüssel betont, wenn ein Land wie die Ukraine mit Panzern und Raketen angegriffen werde, dann müsse die EU reagieren, schon aus Prinzip.